Ach ja, Vivek, das könnte wieder interessant werden. Aber gut, wir müssen ja nicht irgendwo in einen versteckten Winkel. Wir müssen ja zur Kriegergilde zurück. Und die war hier oben im Fremdenviertel. In dem Stockwerk müsste das gewesen sein. Und die Sonne geht schon unter. Ja, sollten wir uns ein bisschen beeilen. Also ja, wir könnten wieder in Vivek übernachten. Aber so wirklich das Verlangen danach haben wir nicht. Denn diese ganzen Zwistigkeiten zwischen der Kamonatong, der Kriegergilde, der Diebesgilde und wir, die dann den Auftrag nur so halb erledigt haben, sollten wir uns vielleicht nicht unbedingt allzu lange hier aufhalten. Jetzt hier rein. Jetzt geht's schon wieder los. Kaum sind wir einen Tag nicht hier, verlieren wir schon wieder den Überblick. Aber das ist auch ganz schön verwinkelt hier. Aber nein, wir müssten, glaube ich, hier hoch. Genau. Und dann müssten wir eigentlich schon auf der richtigen Plattform sein. Und dann müssen wir uns zusammenreißen, dass wir dem Ork gut was vorflunkern. Und das ist nicht die richtige Etage. Na gut. Dann hier raus und gleich wieder links rum. Wir haben ein Auge auf euch. Abschaum. Die sind echt sehr sympathisch, die Wachen hier. Ebenfalls mit einem Grund, warum wir nicht allzu lange hier bleiben sollten. Wenn sie uns schon anpöbeln, nur weil wir hier vorbeigehen. Wer weiß, ob die nicht irgendwann Schutzgeld erpressen oder irgend solche ähnlichen Sachen. Das müsste nun wirklich nicht sein. So, Magiergilde. Hier war einer der Schmiede. Da war die Kriegergilde und der andere Schmied. Richtig? Richtig. Hallo, hallo. Wir wollen Was führt euch hierher? Zu dem Anführer. Also zu dem Unteranführer. Der eigentliche Anführer dieser Kriegergilde oder diesem Ableger der Kriegergilde war ja der Nord, wo wir aus Versehen ins Zimmer geplatzt sind. Und da hinten. Aber er hier hat uns den Auftrag verteilt. Ich werde euch helfen, wo ich nur kann. Ja, du wirst uns helfen, wo du nur kannst. Aber jeder, der was gegen dich sagt, wird umgebracht. Das kennen wir ja schon. Und das klingt nach einem sehr schlimmen Husten. Habt ihr Zungenkröte schon dazu gebracht, seinen Mund zu halten? Ich wünsche, dass das erledigt wird. Zungenkröte. Gute Arbeit, Markus Sittikus. Solange Zungenkröte seinen Mund hält, hier ist euer Geld. 500 Draken. Kann man nicht sagen. Wie sieht's mit einer Beförderung aus? Ihr habt die Anerkennung der Kriegergilde, Markus Sittikus. Ihr seid nun Schwertkämpfer. Das klingt doch gut. Aber das soll es dann hier auch gewesen sein. Wir beugen uns leicht, machen Abschied und verlassen diese Stadt. Nur wohin als nächstes? Kann ich euch helfen? Also in Alderun, in der Diebesgilde, gab es ja ein interessantes Angebot. Was führt euch hierher? Nämlich in die Magiergilde einzubrechen. Von den Magiern halten wir an sich ja eh nicht sonderlich viel. Aber wir haben jetzt ja schon... Das ist zappenduster geworden. Aber wir haben jetzt ja schon Probleme mit der Kamonatong der Kriegergilde, wenn das hier rauskommt mit Krötenzunge. Da sollten wir uns das nicht noch mit den Magiern verscherzen, dann können wir uns nirgendwo mehr sehen lassen. Vielleicht sollten wir uns doch mal bei diesem Caius Cusades melden. Wenn wir da mal vielleicht zu lange warten, kommt der Schatten wieder? Man sieht die Hand vor Augen nicht. Also nachts durch Vivek gehen ist eigentlich keine gute Idee. Irgendwann fallen wir hier noch irgendwo runter. Und hier geht's wieder hoch. Haben wir nicht irgendeine Fackel dabei? Wir sollten definitiv, wenn wir demnächst irgendwo eine sehen, eine Fackel mitnehmen oder kaufen. Weil in Vivek zu Tode stürzen ist nicht unbedingt so ein episches Ende. Hier und dann... Tonk. Ah, da geht's runter. Sie könnten auch ruhig ein wenig Beleuchtung anbringen. Also ja, es ist ziemlich dekadent, eine ganze Stadt auszuleuchten, aber es ist Vivek, verdammt nochmal. Sie müssten die Ressourcen dafür eigentlich überhaben. So, da ist die Brücke und die ist wenigstens beleuchtet. Sehr schön. Aber ja, Balmora klingt erstmal wie ein guter Zwischenschritt.
Zum einen, weil wir da schon recht bekannt sind. Und weil wir dann zu diesem Kaios gehen können und vielleicht doch mal horchen, was er so für uns zu tun hat. Aber zuallererst schlafen. Wenn nicht der Schlickschreiter so lange braucht, dass die Sonne wieder aufgeht. Wir versuchen einfach ein wenig hier drin zu dösen, auch wenn das ganz schön eklig und unbequem ist. Wo wollt ihr hin? Wir würden gerne nach Balmora. Wo wollt ihr hin? Jetzt regnet es auch noch. Schnell rein. Wir wollen nicht hier schlafen. Hier wissen wir, dass die Carmonatonge örtlich ist. Also doch lieber zur Diebesgilde? Ne, Kriegergilde. Da ist das mit dem Schnarchen zwar so eine Sache, aber wenigstens ist es unverfänglich. Wenn wir zu oft da bei der Diebesgilde schlafen, dann wird der ein oder andere an unserer Reputation zweifeln. Und das wollen wir ja nicht. Also hier rein. Wie hat euch der Tag begrüßt? Der Tag hat uns mit Regen, Dunkelheit und steilen Abhängen begrüßt. Wollen wir noch irgendwas kaufen? Wir haben 719 Draken. Das ist schon ganz ordentlich. Und wir könnten noch mehr von der Plattenrüstung brauchen. Auch wenn die ganz schön schwer ist. Nee, komm, lassen wir erstmal. Solange er die Brust geschützt, das ist das Wichtigste. Also Brust und Helm eigentlich. Aber wir haben irgendwo unseren Helm liegen lassen. Das ist jetzt nicht so schön. Vielleicht bei uns hier irgendwo. Aber nee, wenn hier ein Helm gelegen hätte, hätte irgendeiner der anderen Krieger den mitgenommen. Ärgerlich. Also ja, mitgenommen und wahrscheinlich irgendwo verhökert. Denn so stark ist der Zusammenhang hier der Krieger wohl doch nicht. Wenn die eh alle für die Carmonatonge arbeiten, sich gegenseitig verkaufen und hintergehen und was weiß ich. Also gut, wir brauchen einen neuen Helm. Was kann ich für euch tun? Kommt gerne wieder. Ihr findet mich hier. Handeln. Und er hat gar keinen Helm. Und unseren Schild? Hatten wir ein Schild? Es wird langsam ein wenig skurril. Ein Schild für 68 Draken. Nun gut. Kaufen. Naja, Marcus Sitticus muss sich gleich vorm Einschlafen nochmal hinsetzen und genau überlegen, wo er Sachen zwischengelagert hat. Hier vielleicht? Oh, hier ist unser Helm. Sehr schön, das passt dann ja doch. Und es wurde nicht geklaut. Sachen gibt's. Sehr schön, Tür zu. Also Helm haben wir, Schild haben wir, Schwert haben wir und Rest Chitinrüstung. Schon mal ganz ordentlich. Und inzwischen haben wir auch ein paar mehr gute Tränke. Also könnte man mal ein risikoreicheres Abenteuer angehen. Denn weder für die Diebes noch für die Kriegergilde zu arbeiten scheint momentan sehr ratsam zu sein. Man könnte bei der Legion reinschnuppern. Nee. Unser guter Held legt sich jetzt erstmal zu Bett, schläft aus und morgen wird er dann wohl zu diesem Kaios gehen. Und schauen, was der zu sagen hat. Also gute Nacht.